Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Marktübersicht und Analyse. Das Market Cap liegt heute bei 590 Milliarden US-Dollar, die Bitcoin-Dominanz bei 55%. Der Bitcoin hat einen kleinen Ausbruch, ist bis zwischenzeitlich über 20.000 Dollar gestiegen, im Moment bei 19.400 Dollar. Cardano hatten wir auch gestern im Video drin, hat auch einen Ausbruch hinter sich, ist zwischenzeitlich auch über 100% gestiegen, im Moment bei 52 Cent, hat IOTA überholt. IOTA im Moment als einer der wenigen Coins mit einem Abwärtstrend, ist daran geschuldet, dass da ein paar schlechte Nachrichten kamen bezüglich Kooperation, dass da die Ankündigungen irgendwie nicht gestimmt haben. Schauen wir uns gleich nochmal im Chart auch an. Dash hat 1000-Dollar-Marke geknackt, auch 22% im Plus, 1113 Dollar im Moment, auch sehr stark unterwegs. Monero auch sehr stark unterwegs. Privacy Coins generell sind im Moment sehr stark. Wenn man uns da Verge mal anguckt, ist auch ein anonymer Coin, wo die Transaktionen anonym ablaufen, ist bei 6 Cent. Können wir uns, hatten wir auch gestern im Video, ist auch ausgebrochen, 100% im Plus in den letzten 24 Stunden. Also da sind auf jeden Fall einige dabei, die da stark ausgebrochen sind in den letzten 24 Stunden. Auf jeden Fall wieder sehr bullisch der Markt. Digibyte mit 80% im Plus. Also, da hätte man auf jeden Fall wieder in den letzten 24 Stunden ordentlich was mitnehmen können. Schauen wir uns mal die Charts an. Wie gesagt, gestern hatten wir darüber gesprochen, dass hier der Ausbruch bevorstehen könnte. Ist auch eigentlich so gekommen. Ist um die, können wir uns mal kurz anschauen, wie viel Prozent das sind von der Linie hier, wo wir gestern waren, auf 2000 Dollar, ne, ein bisschen mehr sogar hier. 13% gestiegen. Bis 22.000 Dollar ist er noch nicht gekommen. Erholt sich gerade, also konsolidiert ein bisschen. Sollte hier am besten nicht den gleitenden Durchschnitt nach unten durchbrechen. Und dann kann es eigentlich auch weitergehen. Muss man jetzt mal natürlich schauen. Aber sieht auf jeden Fall immer noch sehr bullisch aus. Der gleitende Durchschnitt hat jetzt wieder Zeit, nachzuziehen. Und müssen wir mal schauen, ob er wirklich dann auch zu diesen 22.000 Dollar in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche steigen kann. Cardano hatten wir uns auch gestern angeguckt, ist auch sehr stark gestiegen. Schauen wir uns das mal hier an. Das ist der Bitcoin-Chart. Ich hatte ja gestern gesagt, das Fibonacci-Retracement können wir mal kurz rausnehmen, können wir uns gleich nochmal anschauen. Der war ja gestern noch nicht beim Allzeithoch, was den Bitcoin angeht. Wir waren hier ungefähr. Und das hat er jetzt durchbrochen und ist dann voll hochgeschossen. Jetzt zieht er halt ein bisschen wieder zurück, was wieder normal ist. Das Volumen ist komplett hochgegangen. Jetzt geht es halt wieder ein bisschen zurück. Ist ein gutes Zeichen, dass das Volumen nicht so hoch ist, wenn es wieder zurückgeht. Ich hatte mir vorher ein Fibonacci-Retracement mit mir eingetragen, um zu schauen, wie weit es halt runtergehen könnte. Also 0,5er wäre auch ungefähr jetzt, wo dieser gleitende Durchschnitt wäre bei 2076 Satoshi ungefähr. Und darunter die nächste Unterstützung wäre bei 1851 Satoshi. Also bei Cardano sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Die gleitenden Durchschnitte haben auf jeden Fall jetzt auch die Möglichkeit, wenn es jetzt so ein bisschen konsolidiert, sich anzupassen, danach zu ziehen. Schauen wir uns mal Verge an. Kurzes Update dazu. Machen wir kurz das Fibonacci Retracement raus. Genau, der ist auch komplett ausgebrochen. Hier bis auf fast 8 Cent hochgestiegen. Dollar Cent übrigens. Ja. Im letzten Video gestern war der hier unten irgendwo bei 3 Cent. Also er hat fast 200% gemacht. Zieht jetzt auch wieder zurück. Konsolidiert, ist auch ein gutes Zeichen, wenn man hier mal dieses Volumen von dieser einen 4-Stunden-Kerze sich anschaut, das ist wirklich der Wahnsinn. Da sind 2 Milliarden US-Dollar nur gekauft worden. Das sieht man hier oben links, wenn ich mit der Maus darüber gehe. 2 Milliarden US-Dollar wurde da gekauft. Das ist ein Wahnsinnsvolumen. Das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen dafür, dass der Markt den Trend bestätigt. Auch hier kann man wieder das Fibonacci Retracement reinzeichnen und schauen, bis wohin es denn jetzt runtergehen könnte bei der Korrektur. Und ich denke mal hier, das passt wieder hier zusammen mit dem gleitenden Durchschnitt. Ungefähr 47 Cent und darunter die 0,618 Linie, 41 Cent.
Und wenn wir uns jetzt mal IOTA anschauen, leider gab es jetzt Neuigkeiten, dass da einige Kooperationen mit gewissen Unternehmen nicht wirklich vorhanden sind, die da mitgeteilt hatten. Das hat natürlich dazu geführt, dass Leute ihre Coins abgegeben haben. Ein klarer Abwärtstrend im Moment. Man sieht das hier sehr schön. Die Hochs werden immer niedriger. Und wir haben hier einen ganz klaren Trend nach unten. Die ganzen gleitenden Durchschnitte haben sich jetzt hier komplett gekreuzt. Der langsamste ist ganz oben, der schnellste ist ganz unten. Das heißt, wir sind auf jeden Fall in einem Abwärtstrend. Wäre natürlich schön, wenn er wieder hier drüber kommt, über diese Linie und über die gleitenden Durchschnitte. Dann wären wir wieder da raus. Aber dadurch, dass er halt so stark gestiegen ist durch den Hype und dadurch, dass halt jetzt diese schlechten Nachrichten rausgekommen sind, sind wir auf jeden Fall in einem Abwärtstrend. Da muss man natürlich aufpassen, ob man da wirklich jetzt einsteigen will. Also auf jeden Fall ist das für mich noch kein Kaufsignal. Das wäre jetzt so ein kleines Update. Bis zum nächsten Video. Ciao.